Und da sind wir wieder. In der letzten Folge sollte ich noch eine Quest annehmen. Ich suche mir jetzt noch eine. Noch haben wir ein bisschen Zeit, das will ich noch schnell machen können. Beseitige Zombies 333. Buddeln möchte ich nicht mehr, habe ich schon. Meine ist Richtung Westen. Jemand dabei? Ich habe jetzt hier erstmal so ein bisschen sortiert und werde jetzt dann gleich nochmal. Lass mich mal kurz an die Essenskiste ran. Ich müsste erstmal sämtlichen Kram loswerden, mit dem ich hier rumrenne. Wo ist. Ach, da unten ist unsere Munition. Wo du Siehst du, gerade. jemand von euch kann sich ein Jagdmesser nehmen, wenn er möchte. Haben davon jetzt eins. Ja, ich baue die immer mit der Axt ab. Mit der. Wieso? Das macht. Das ist so dumm. Weil ich kein Messer dabei habe, Tobi, und Ja, dann nimm dir eins mit. weil das halt nochmal einen Inventarplatz mehr verbraucht. Oder crafte dir dann halt aus Knochen was. Naja, auch nicht immer dabei. Wenn du welche dabei hast. Alles andere ist halt einfach nur Verschwendung. Aber gut. Kann dir auch jedes Mal Bescheid sagen, wo die liegen. Was bestimmt viel weniger Verschwendung wäre, Chrissy. Oh, ich muss, glaube ich, das sieht jedenfalls aus. McDonald's das sauber machen. Also, Kisten sind doch unübersichtlich. Ja, die Materialkiste muss ich nochmal durchsortieren. FF, Nicht das Materialkiste, aber wir Gebäude. haben hier irgendwie Waffen, Waffenteile, Waffen, Waffenteile, Ja. Mods, Ich muss den Rüstung. Flachwitz jetzt Akku, wie einfach ist bringen. letztes Mal sofort abbrechen? Drei Kisten für Waffen. Also ich habe mein Gebäude hat schon gegen mich aufgegeben. Da steht groß FF dran. Ja, ich weiß. Ich musste Ich aber. habe jetzt 144 Südwest abholen. Ich weiß nicht, wie weit wir bei uns entfernt sind. Nicht, dass ich unser Gebiet erwischt hätte. Weil das ist nämlich Gong und Tobi in ihrer Staffel einmal passiert. Da hatten sie schon die Kisten was reingelegt und haben dann eine Quest angenommen und haben sie quasi das Haus resettet. Also nehme ich mal die etwas weiter entfernt an. Geht. Ja, das geht. Ich weiß nicht, ob du da dann halt einen Schlafsack drin haben musst, damit das nicht geht, oder einen Gebietsblock, aber ich will es jetzt einfach mal nicht riskieren. Wie meinst du das jetzt genau? Naja, wenn das Gebiet quasi eine Quest ist und du die annimmst, und du die Quest dann startest in dem Gebiet, wird da ja alles resettet. Ach so. Das heißt, ich könnte damit rein theoretisch unseren Loot destroyen. Wenn ich das. Also wenn das wirklich unser Gebäude wäre. 144 von dem ersten Händler ist halt schon jetzt nicht so weit entfernt. Wir sind ja eigentlich direkt daneben. Chrissy? Ja. Kümmerst du dich eigentlich noch um deine Aufgabe als Essenshersteller? Ja, nachdem ich die Quest gemacht habe, kann ich dann drinnen dann nochmal was machen. Aber ich wollte jetzt halt das bisschen Tageslicht hier noch nutzen. Nee, ist ja richtig. Siehst du, dich werde ich jetzt mal lesen und Ackerbau öffnen. Ich habe das Ding jetzt einfach mal geöffnet, weil wozu soll es hier rumliegen? Einfach mal ein bisschen netter zu den Zuschauern. Ich habe gerade einfach mal die Lautstärke ein bisschen runtergedreht. Wer von uns war zu laut? Oh, wer ist denn hier vor der Haustür? Ich. Ich habe hier eine Quest. Ja, ich bin gerade drinne. Wie bist du denn reingekommen? Mich reingebaut. Ja, wo? Da liegt mein Fahrrad irgendwo an der Seite. Naja, den Fahrrad habe ich schon gesehen. Ah, jetzt sehe ich, was du meinst mit den beiden Kisten hier. Kann ich jetzt hier auch noch mal so drin looten, wenn du hier eh dann bist. Euer Pfeile brauchen Pfeilspitzen und Stahl. So, ich achte mal nicht auf den Loot, weil gerade die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten ist. Damit du deine noch machen kannst. Ich werde mal gucken, dass ich möglichst schnell die Mobs finde. Weil irgendwo muss ja noch einer sein. Ich denke mal. Ihr macht eure Dings da wieder zusammen. Eure. Naja, Na. weil wir halt jetzt hier am gleichen Ort sind. Ja. Ach, zufällig, ich dachte jetzt. Naja, wirklich komplett zufällig. Ja, naja, ich. Oh, ich brauche zu meinem gar nicht mehr hinrennen, sehe ich, es ist 9 Uhr. Ja, das ist ja gerade. Ich muss auch. Irgendwo ist hier noch was. Ich höre es auch, Ich aber weiß nicht, wo? ob ich hier. Ob. Nee,
Maismehl. Ah, kommst warst du schon auf dem Dach? Nee. Ich wusste nicht, dass es ein Dach gibt. Nö, ich hab die Leiter gesehen, wo man ranspringen konnte. Ich höre noch was. Da. Oh nee, nee! Was bist du denn hier, Alter? Ey, junge Frau, drehen Sie sich nicht andauernd weg. Ja, sag mal. Und sowas sagst, würde ich mich auch wegdrehen als junge Frau. Die haben wir auch gerade. Anbau. Da haben wir gerade echt zeitgleich gut drauf gehauen. Bei mir ist gerade ein Zombie direkt vor mir gespawnt. Also wirklich, der ist 2 Meter vor mir gespawnt. Okay, ich kann abgeben. Ja, bleib schnell hier und mach die mit mir. Nee, du musst erst abgeben. Ja, richtig, deshalb ja. Lauf, Forrest! Oder fahr! Lauf, Forrest, oder fahr? Ich mach jetzt. Bin jetzt gerade slow. So das. Ich hab's gesehen. Das war auch echt so ein Schild dafür. Stoppschild wäre noch passender gewesen. Ah, Yucca-Saft, haben wir davon was? Was kann der Schönes? Da. Einfach nur Aussaug, gut. Aber die 140 könnten, also. Passt nicht ganz. Ich hab jetzt ja, mal drauf geachtet. Ich will die einfach nur noch fertig machen. Ja. Weil es stimmt mich auch nicht mehr. Das schaffst du nicht mehr. Bin yes, froh, wenn. Scheißegal, ob Nacht oder nicht. Kunst des Bergbaus oder Taschenmod? Ich nehme mal Kunst des Bergbaus, das ist das Kaffee-Ding. Taschen. Taschen, okay, Taschen. Taschen, Philipp. Irgendwelche Aufgaben, wo einmal buddeln, wa? Schmeißt du mich jetzt raus oder nicht? Jetzt ich will mal gucken. Er schmeißt sich gleich raus. Ja. Also noch stehe ich drinne. Ich geh mal selber raus. So, oh, ich werde gerade ein bisschen gefragt im Hintergrund. Ihr werdet schon für die Unterhaltung sorgen, ne? Ja, ja. Er wird ein wenig gefragt im Hintergrund. Schöne Umschreibung. Ich brauche mehr Erde. So, die Quest habe ich zwar noch fertig, aber ja. Kriege ich ja nicht mehr abgegeben, leider. Bald, Chrissy, bald. Oh, ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass Philipp jetzt auf der Tür drauf rumsteht. Ich gehe mal kurz schauen. Dann stirbt er halt. Dann stirbt er. Können wir jetzt schlecht was gegen machen? Ich geh mal kurz gucken, ist er jetzt hier irgendwo? Er wird mir hier nicht angezeigt, wo ist er denn überhaupt? Ist er noch? Nee, bei mir ist er nicht. Stimmt, nee, der ist unten, der ist unten. Hat sich erledigt. Ja, Chrissy, wird dunkel, ne? Ja, alles gut. Ich bin hier gerade noch in dem Haus drin und... Wir haben jetzt schon 4 Ackerflächen. So, ich
bin wieder da. Willkommen zurück. Ja. Ich habe ein kleines Intermezzo mit meiner besseren Hälfte gehabt und wir haben erst die Kaninchen kurz noch versorgt. Die braucht noch ein bisschen Heu. Und dann haben wir darüber geredet, was auch ein absolut interessantes Thema ist. Serien. Und zwar, warum die manchmal so ewig brauchen. Also du bist, sie hat gerade Fate, ist das, glaube ich. Also diese Wings-Realverfilmung. Jetzt die aktuelle Staffel durch. Und jetzt ist das Problem, du musst ein Jahr lang warten auf die Fortsetzung. Das ist, also ich kann es absolut nachvollziehen. Oh, den wollte ich nicht aufheben. Mir geht's ja mit The Witcher so. Ich weiß nicht, hatten die eine Fortsetzung geplant? Ich glaube ja, aber dann sollte ja erstmal irgendwann der Film rauskommen, der zu irgendwann davor spielt. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. So die Kindheit von Geralt oder sowas war das, ne? Nee, das nicht mal. Tobi, kommst du mal nach draußen? Ich habe hier einen Hund auf dem Weg nach Hause. Den kannst du dann nachher abbauen. Ciri wurde auch angegriffen und beherrscht von dieser Hexe. Die Gottes zur dunklen irgendwas gehörte. Ach ja. Ja. Sagt mir grob was. Ja, und um die soll es, glaube ich, gehen. Ach so. Also nicht um die Hexe an sich, aber um diese dunkle irgendwas, wie die da mal vertrieben wurden oder so, oder irgendwie sowas. Irgendwie 2000 Jahre vor der Geschichte war mal irgendwas, wozu dann auch die Witcher erschaffen wurden und so ein Kram. Interessant. Aber ich kann auch absolut falsch liegen. Parat, bleib stehen. Oh. Okay. Oh, kann ich keine zwei Modifikatoren hier raufpacken? Wenn ich eine Waffe habe und ich möchte da einen zweiten Modifikator draufpacken, dann brauchst du die beste Version der Waffe. Ich habe eine Stufe 4 Variante. Und da sind zwei Slots. Da sind zwei Slots. Ja, du kannst nicht zweimal den gleichen draufpacken. Nee, ich möchte brennender Schaftmord draufpacken. Nahkampfgegenstand, der sowohl als Lichtquelle dient. Kommt, dann kann er da nicht raufgepackt werden, Philipp. Okay, die über einen Langschaft oder eine Klinge verfügt. Ich habe einen Schlagstock. Ja, das geht dann halt nicht. Ha. Eine Taschenmod. Möchte sie jemand haben? Ich frag mal vorher wirklich netterweise nach. Ich bin da immer offen für. Großvaters Lernelex hier. Oh, 20% EP-Zuwachs. Für 4 Minuten. Das eine Mining-Buch, was da noch drin liegt, habe ich schon. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo der Scheiß schon wieder lag. Bei den Mods. Da ist das Ding mit Kaffee. Ja, habe ich mir einfach jetzt hintergehauen. Ja. Wer ist beim Essen? Wir warten jetzt gerade drauf, dass Chrissy uns gleich Essen zubereitet. Ja, ich muss erstmal gucken, was wir alles haben zum Zubereiten, ne? Tja. Ja, aber das mit den Serien kann ich nachvollziehen. Wobei ich es noch nerviger finde, wenn man nicht mal weiß, ob eine Fortsetzung tatsächlich kommt. Ja, das oder stimmt. Oder eine Fortsetzung halt einfach sein gelassen wurde. Warte mal, warum gehst du runter? Waren wir beide oben? Ja, ich wollte auf dich noch hochklettern. Ich glaube, das geht nicht wegen der Deckenhöhe. Nee, ich weiß nicht mal, wie ich auf ihn raufgekommen bin. Ach doch, jetzt bin ich oben. Bist du? Ja, ein bisschen. Halt echt nicht viel zum Kochen, ne? So. Muss halt wieder wahrscheinlich erstmal halt einfach nur stinknormales Fleisch herstellen. Ja, das mache ich auch. Ich habe jetzt erstmal Speck mit Ei noch hergestellt, was wir konnten. Kann man das Ei nicht für irgendwas anderes auch noch verwenden? Kochtes Ei kannst du daraus zum Beispiel machen, müsste ich dann nochmal weiter gucken.
Das meiste kommt halt jetzt nachher echt das gute Zeug, erst wenn wir die Felder in Gang haben. Ja, naja, da sitze ich ja jetzt schon dran. Ich kann jetzt halt mal 22 gegrilltes Fleisch machen. Mache ich dann auch erstmal, weil wir haben noch 90 Fleisch oder so drin. Ne? Ja. Das sollte erstmal ausreichen. Ja, das Problem ist, die Felder, da haben wir jetzt schon einiges von. Ja, die Sachen ist halt auch, wenn wir das jetzt vervielfältigen wollen, ist das halt blöd, weil wir machen aktiv Minus. Wenn du jetzt nachher das voll ausgeskillt hast, dann kommst du ja, wenn du es abbaust, glaube ich, 3 daraus. Und du brauchst ja 5 für einen Seed. Weil du müsstest jetzt halt 5 Seeds erst finden, damit du dann halt 5 Pflanzen kriegst, um wieder einen Seed herzustellen. Ja, aber das klingt nach einem echt schlechten Tausch, also... Ja, ist es auch. Deswegen musst du das ja voll ausskillen. Damit das wirklich effektiv ist. Naja, dann heißt das, wir bauen den Kram an und lassen ihn da stehen. Und ernten ihn dann halt, wenn ich fertig bin mit Skillen. Was bedeutet, ich brauche XP, wovon ich halt nicht viele habe. Ach, bist du der Farmer? Ja. Naja, er ist der Farmer. Und wenn ich mir das Ganze mal so anschaue, wo ist denn mein Zeug dafür? Standhaftigkeit, glaube ich. Ja. Genau, vom Land leben habe ich auf 1, genau, das Fertigen vom verdopple die Ernte von wilden oder angepflanzten Feldfrüchten. Und erst später ist es verdreifacht mit dem Landwirt dann nachher. Dafür brauche ich aber auch Standhaftigkeit auf Level 5 und die ist gerade mal auf Level 2. Okay. Ich schmiede das Eisen, muss ich wirklich kurz mal gucken, ob wir überhaupt was dafür haben. Ich würde sagen, wir gucken nächsten Tag, in dem Fall sogar dann die nächste Folge mal so ein bisschen, dass wir mal Rohstoffe besorgen. Also wirklich mal eine Loot-Folge machen. Oder ein Loot-Run. Oder uns bestimmte Sachen besorgen. Also Säure zum Beispiel. Gleich mal die Frage, soll ich eine Säure nehmen? Dann nehme ich, kann ich noch Reifen herstellen und Tobi ein Fahrrad bauen. Oh ja, das wäre sehr gut. Ich bin der Meinung, Tobi bekommt halt ein Fahrrad, wenn er seine Quests da fertig hat. Ich weiß nicht, ob es wert ist, aber von mir aus macht. Mir ist das in dem Punkt egal. Ja, wir wissen halt nicht, wie lange das noch dauert bis zu meinen Quests. Ich glaube, wenn du 7 Quests gemacht hast, passiert das. Bei ihm. Für die jetzt Spaß haben, könnt ihr mal die ganzen Folgen durchgehen bei mir, ob das 7 Quests waren oder nicht. 7 oder 8. Und dann reinschreiben, ob es stimmt oder nicht. Entweder Chrissy hat recht oder Chrissy hat Unrecht. Ich bin natürlich für Chrissy hat Unrecht. Das ist ein bisschen Interaktion mit dem Zuschauer, ne? Das muss ich ja mal üben. So, warte mal, ich brauche... Dann in die Kommentare schreiben am besten. Ja, genau, das meine ich ja damit. Ah, das ist keine Kohle, das ist Ölschiefer. Plastik. Also jetzt nicht die Staatsbürgerschaft plötzlich wechseln. Lass mich mal wieder an die Materialkiste ran, wer auch immer. Uno? Ich muss Kuchen ein bisschen... Kuchen machst du? Ja, wir hatten das Maismehl halt, ne? Und wir haben klar. Halt im Moment echt viel Wasser. Oh. Also zumindest kann ich noch echt viel Wasser herstellen und deswegen dachte ich mir... Ja, naja, mit dem nächsten Level habe ich Standhaftigkeit Stufe 3 und kann dann halt auch in Jägersmann wieder was reinpacken, um halt noch mehr Fleisch zu holen. Und dann halt, klar, den Wildbeutel, damit ich Samen von Beeren und Gemüse fertigen kann. Schwer hat, glaube ich, mein Holz. Ich muss das in Material aus Versehen reingesteckt haben und ich habe jetzt gar nichts mehr. Ja, nee, kriegst du von mir. Zack, ist drin. Oh, Knochen habe ich auch noch rumliegen. Genau, jetzt mit kann rein. Ich da wieder nicht ran, weil Philipp da drin ist. Nö, nee. Ist er nicht, das bin ich. Tut mir leid, Chrissy, da muss ich dich enttäuschen. Jetzt bin ich da dran. Ich will hier mehr Kisten bauen, damit das alles mal geordnet wird und ihr hindert mich daran. So, jetzt darfst du. Was ist das hier eigentlich für eine Kiste? Das ist eine Werkzeugkiste, okay. Das Ding ist... Warte mal, kann ich das nicht schließen, suchen, bearbeiten? Werk... Wo ist mein K? Bist du ein K? Nein, du bist ein K. Werkzeug. Was bist du? Du bist... Waffen, Waffenmods. Du bist
Nur Mods. Ja, das macht sich, glaube ich, auch ganz gut. Ach, Waffen und Waffenteile. Ja, das andere wird dann auch Tools. Da war jetzt noch die ganze Munition und ich will jetzt halt eine Munitionskiste an sich machen. Ja, meinst du, Munition braucht man einzeln? Haben wir das so viel davon? Ich mach's jetzt erstmal und vielleicht mach ich nachher nochmal anders, aber ich muss erstmal Übersicht reinkriegen. Ja. Ladies and Gentlemen, ein Monk. Der da. Aber ich verstehe das. Und das sieht gut aus. Geld erstmal unseren ganzen Kram, diese Trophäen und so weiter nehmen und einschmelzen, weil die liegen eh doof rum. Dem machen wir eh nichts. Tobi! Chrissy. Oh Gott, was mache ich denn hier? Motion Sickness. Nicht Chrissy. Tobi! Chrissy. Guck mal hier. Ja, ich bin gleich da. Wo bist du denn? Da bist du. Hier, ich bin der Awkward hier drauf. Ich springe an. Mein Fahrrad. Danke. Bitteschön. Danke für das kleine Fahrrad. Ich hab mal zugemacht. Tja, was kann ich noch machen? Hab ich noch was zum Skillen? Ja, habe ich. Ich habe übrigens auch übelst das kranke Buff-Food, sage ich jetzt mal, obwohl es eigentlich eher was zum Trinken ist, aber Großvaters Mondschein, Nahkampfschaden plus 400, Betäubungswiderstand plus 100%, Gesundheit plus 600, Schadensvermeidung plus 50%, Ausdauerwiederherstellung plus 60%. Dauer 45 Sekunden. Ja. Das hat schon was. Ja, ich überlege, ob ich Schockstäbe jetzt mal freischalte, aber ich glaube ja. Dann habe ich mal wenigstens Tools für mich. So, eine der ersten Sachen, die ich freigeschaltet habe, die Melee-Waffen. Brauche ich dazu Schockstabteile, geschmiedetes Eisen, Leder, Klebeband, elektrisch. Ich habe auch noch einen Skillpoint, Mensch. Ja, ich habe den bei mir auch nicht mitbekriegt. Bloß als ich in der Leiste geguckt habe, dachte ich so, oh guck mal. Du könntest ja was machen. Haben wir denn überhaupt elektrische Teile? Ich glaube nämlich nicht. Das Fahrrad hat auch irgendwie Lagerplatz. Ja, hat der Chrissy vorhin schon erzählt. Ach, da oben, 5 Stück, 6 Stück. Oh, wir haben wirklich elektrische Teile. Irgendwie komme ich an den Lagerplatz davon nicht ran. Ach, aufbewahren. Gut, hab's gefunden. So, Stufe 2 bei sexueller Tyrannosaurus Rex. Dieser Skill. Sexueller Tyrannosaurus. Dieser Skillname einfach ist so toll. Ist halt geil, ey, Todesstöße gewähren 10 Ausdauer. Ist total geil. Das ist stark. Jetzt wir wieder komplett. Uns halt eigentlich den Clownhammer. Ach, gar keiner. Gut, jetzt. Gar keiner. Das ist quasi so wie deine Steinaxt. Oh, zum Verbessern. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich wollte nur wissen, ich wollte mal gucken, ob ich unsere Steinschaufelstufe. Wenn ich lasse sie da liegen. Ob wir unsere Tür verbessern können, aber nö. Dafür bräuchten wir geschmiedeten Stahl. Ja, wenn ihr mal nicht an der Materialkiste dran seid, dann muss ich da auch nochmal aufräumen, aber. Ja, genau, da bin ich jetzt nämlich auch gerade dabei, da ein bisschen aufzuräumen, weil ich einen Haufen Zeug sehe, was da. Oder nicht einen Haufen, aber ein bisschen was sehe, was da nicht. Ich brauche noch 41 Wasser. So. Übrigens, die Essenskiste ist reich gefüllt, ne? So. Oha. Ich hatte gerade Flashbacks. Ne, es waren, Sieht schön aus. Blitz. Oh, ich brauche noch geschmiedetes Eisen und einmal noch Schockstabteile. Schade. Schade, wenn den Teil fehlen, oder? Ein Teil fehlt. Geschmiedetes Eisen kriegen wir noch hin.
Warte, kann ich die vielleicht herstellen? Wahrscheinlich nicht. Du kannst geschmiedete Seisen kannst du noch einen Haufen herstellen. Ja, es geht um diese Schockstab-Teile. Oh nee, die kann man so leider nicht herstellen, sonst hätte ich mir auch schon Schrotflintenteile hergestellt. Schade. Elektroverkabelung. Ein Tragschrauber. Interessant. Hat aber irgendwas Beruhigendes, dieses Knistern, ne? Da hast du recht. Ja, ich habe immer noch so ein Großvaterchen, Federchen-Ding. Ja, pack's erstmal rein. Das wäre so eine Sache, wo ich sage, reinschmeißen, wenn jetzt zum Beispiel Blutmond sind, wo viele Zombies killen. Wo? Mods oder? Bei Essen. Achso, das ist aber kein Buff-Food, das ist EP-Food. Also, naja, schon ist es Buff-Food, aber es bufft EP. Es ist Buff-Food. Schmeiß es damit rein. Doppel. Okay. Apropos Buff-Food. Ich habe echt mal wieder überlegt, demnächst anzufangen mit Raiden. Aber, naja. Naja. Ja, so ganz bin ich noch nicht davon überzeugt. Warum nicht? Weiß ich nicht, das ist dann wieder so, dass ich mich konzentrieren muss und sowas. Ich meine, ich habe Lust. Die Sache ist eher so, weißt du, wenn du dann anfängst und die Kleine fängt an zu heulen und dann musst du unterbrechen und dann hast du da deine 7 anderen Leute, die gerne weitermachen würden und du kannst nicht. Ja. Ich hätte sogar die Zeit für einen, mittlerweile so, wenn man es dann plant, auch in einem Raid-Kader reinzugehen. Aber, also so, eine Spätschichtwoche von Laura, was soll ich da abends machen? Außer auf die Kleine aufpassen. Und wenn die schläft, habe ich dann wirklich, keine Ahnung, 2-3 Stunden Zeit, was für einen Raid-Kader meistens ausreichend ist pro Woche. Und dann könnte ich da auch so 2-3 Mal reingehen. Aber welcher Raid-Kader macht so alle 14 Tage? Das ist auch immer so. Ja. Korrekt. So, ich überlege gerade, ob ich eine Pistole mitnehme. Wie viel Munition haben wir denn? Ja, okay, nee, so viel noch nicht. Was sagt die Uhrzeit im Ingame? Wir sind bei 2.20 Uhr. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Cool, weil ich bin nebenbei in einem anderen Spiel drin. Ne? Er stand da jetzt nur drum rum und dachte mir, wie kannst du die Zeit sinnvoll nutzen? Zack, andere Spiel. Ja, für mich war es auch gerade mehr erzählen. Ich habe deinen Fahrrad noch gecraftet. Ich bin gerade am gucken, wie das mit der Munition aussieht. Ob ich die zusammencraften kann oder nicht, aber ich denke mal. Schießpulver, Geschossspitzen und Patronenhülsen. Ach, und für die jeweilig anderen braucht man dann unterschiedliches Schwarzpulver. Haben wir denn? Ja, wir haben Schießpulver. Ich guck eins an. Dann werde ich mal ein paar Patronen herstellen. Das geht nur an der Werkbank? Ja. 9mm Patronen oder gleich die großen 7,6? Ja, kommt drauf an, was du halt für eine Waffe hast und nutzt, ne? Ich habe gar keine. Ich würde mir aber eine kleine Pistole nehmen. Die hat, glaube ich, die 9mm. Die selbstgebauten ja, Pistolen. Hat sie. Kann ich dir sagen. Habe ich dabei. Habe ich im Inventar. Nutze ich. Schrotflintenteile, Pistolenteile. Naja, dann würde ich ein bisschen 9mm herstellen. Alles einmal machen. Ich pack das Schießpulver mal zur Munition mit rein. Zum Craften. Was kommt daraus?
Das kommt da. Warte mal. Ja, doch. Das kommt da raus. Das kann hier raus. Aha. Da habe ich es auch schon. Zählt die Machete eigentlich hinein? Ach, schwierige Frage. Interessant. Na, guck eins an. Ich nehme mal, ich brauche mal 6 Holz, bisschen Eisenrohre und Kleber. Da hat jemand Holz. So 6. Ja, warte. Legen. So, dann machen wir auch mal 10 Cover. Dann kann ich eigentlich nochmal 10 Cover machen. Also, jetzt könnt ihr mir erstmal eine Weile lang nicht mehr vorwerfen, dass ich hier nichts koche. Ja, ach, guck mal da, ein Ratata. Das geht trotzdem. Du hast hier eine selbstgebaute Maschinenpistole gemacht. Ist das eine Maschinenpistole? Ja, ein Maschinengewehr. Das ist ein Maschinengewehr. Ein Ratata. Oh, da wäre ich vorsichtig. Die Dinger sind ziemlich, ziemlich schlecht. Die fressen halt einen Haufen an Munition, ne? Zu viel Recoil? Ja, oder? Die fressen viel Munition, machen wenig Schaden. Und ich glaube, du hast jetzt auch nicht so viel da drin an Dings, oder? Ne, 15 habe ich gerade gesehen. Ist jetzt nur so semi viel. Ja, ich habe das auch erstmal zurückgepackt. Aber ist an sich gar nicht scheiße, weil wir nutzen alle drei unterschiedliche Money. Ist ein Punkt. Warte, was nutzt Tobi denn? Schrotflinte, oder? Der Tobi nutzt ja immer Pfeil und Bogen. Ich werde auf Lass Schrotflinte wechseln, sobald ich meinen Doppelläufiger habe. Nee, ich würde bei der Neuner bleiben. So wie Tobi. Ja. Naja, ich nutze meine halt so gut wie nie, ne? Also ich habe halt die ganze Zeit, Pfeil und Bogen, wie Chrissy schon sagte. Bevorzugt Eisenpfeile, die kann ich aber noch nicht gut herstellen, deswegen Steinpfeile. So mache ich nicht unser Eisen dafür verballern will. Hast du Munition? Für? 9 mm. Du keine? Sind noch ungefähr 150 drin. Ich habe da 13 drin. Okay. Ich kenne mich, wenn ich jetzt Munition hier reinpacke, dann ist sie da nicht lange. Ich nehme mal 40 mit. Zur Not haben wir noch Jetons und können auffüllen. Ich habe 128 noch im Rücken, also. Okay, dann nehme ich die 107, die da drin sind, auch noch mit. Okay, gut, ja, ich nehme dann die 147. Ich habe es verstanden. Hast du noch irgendwie eine Ersatz? Aber es macht sich halt aber immer gut, wenn du irgendwie eine Fernkampfwaffe dabei hast, die du als Ersatz nehmen kannst, damit du halt nicht die Munition verballern musst, außer wir kriegen halt viel davon, aber ich sehe das noch nicht so. Ich kämpfe damit jetzt ja nicht dauerhaft, meistens mache ich sowieso Melee. Aber wenn dann halt doch mal irgendwie so ein, zwei sind, oder wenn ich einen Hasen sehe, das macht sich einfach besser, weil eben in der Herzlauf, da verschwende ich mehr Zeit als eine Kugel. Ein und Vogel. Nein. Nimm 2 Inventarplätze mit. Weg. Außerdem haben wir 50.000 Tonks, wir können uns einfach Munition kaufen. Ja, das können wir wohl. Turkit, kleiner Stein. Boah, das reicht auch noch aus. Okay, es ist gleich 4 Uhr. Das passt auch mit meiner Aufnahme. Ich würde sagen, dann beenden wir hier die Aufnahme und sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.